Also, ihr seht schon, das sieht ein bisschen anders aus hier, ne? Das wirkt alles ein bisschen kompakter und die sind ein bisschen minimal versetzt. Ich habe jetzt Taktik einfach hier alles rausgenommen. Hab hier 60, 55. Keine, hätte ich auf 60 machen können. Abschlüsse auf 60. Die Abwehrreihen mal einfach 50 gelassen. Erspielen wir uns da mehr Chancen einfach raus. Keine Ahnung. Vorne habe ich gar nichts gemacht. Flanken mehr 60%. Ich habe ein bisschen an den Anweisungen gedreht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal bei den Flügelspielern Distanzschüsse gemacht. Einfach, dass die auch mal einen draufpflastern da. Ne? Flanken habe ich mal hochgesetzt, dass wir wirklich auf Flanken gehen. Die habe ich auch 60 gelassen. Bei Tacklings Forscher habe ich mal 40. Keine Ahnung, ob wir das hier hoch... Wir probieren das erstmal so. Das ist besser schon, wie was der letzte Saison da fabriziert hat. Weil da war auf dem Stand nach 29 Spielen. Das Problem ist, die sind nur 9 Spiele noch. Und bisher ist halt gleich, ne? Der hat ein Tor mehr. 9 Spiele weniger, ein Tor mehr. Aber vielleicht mit den neuen Einstellungen. Weil so einen werden wir nicht nochmal bekommen, glaube ich. Mit dem Potenzial. Und das Problem ist halt, er ist halt auch ein Führungsspieler bei uns, ne? Trotz seiner 20 Jahre da. So, Talent wollte ich euch noch zeigen. Da haben wir wirklich einen absoluten Banger in der Jugendmannschaft. 16 Jahre, Stärke 70, Vertrag unterschrieben und Schock auch 69 schon, ne? Was wir bei dem halt mal gucken könnten, wäre, dass das hier hochgeht. Elas Vertrag vorzeitig verlängern. Weil der hat sich wirklich, also, ablösefrei geholt. Der ist echt stark geworden, ne? 19 Millionen schon, lul. Was haben wir bezahlt für den? 20. Geht aber auch. Ah, stimmt. Hier habe ich noch einen verpflichtet, ablösefrei für nächste Saison. Können wir uns gleich mal angucken. Und Wind und der Jaita haben immer noch Stress. Das müssen wir wegkriegen. Den hier habe ich ablösefrei einfach geholt. Weil sieht das nicht verkehrt aus. 19 Jahre. Kann man mal mitnehmen. Vielleicht wird was aus dem, ne? Vertragen sich. So. Juri Mulder, der alte Psycho. 96. Er besandt einfach 95. Und wir kriegen Probleme, wir müssen die Verträge verlängern, ne? Ach du Kacke. Tjalan, komm. Ja! Guck mal! Direkt netzen beide. Noch ein. Hm? Da ist er doch, da ist er doch! Boah! Junge! Gott, sind wir da! Noah Vorlage, Elas auch direkt Vorlage und Mayner. Beide Flügel mit Vorlagen. Wichtig. Demi genetzt und der Jaita Oderik mit Doppelpack. Wir kommen hier nicht mehr rein. Das ist die Scheiße. 11 Hütten hat er, ey. Tjalan 9. Junge, mach 20 Tore noch. Kriegst noch einen Stern. Wenn der 4,5 Sterne kriegt, ne? Glaube ich an gar nichts mehr. Das Spiel bestätigen gerade. Ja, Tjalan, bam! Wieder der Doppelschlag. Wir brauchen immer erst ein Gegentor. Und dann geht's ab. Wieder beide genetzt, ne? Wind! Linden Mayner wieder Vorlage, Tjalan Tor Vorlage und Wind Doppelpack. Schön. 6 Spiele, 5 Tore bei uns. Dann wird der nächste Sören Larsen mit nicht so viel Verletzungspech. Das sind nur 8 Punkte, ne? Chat? Das sind nur 8 Punkte. Lammers mussten wir verkaufen. Kein Tor in der Hinrunde. Kein einziges. Hier haben wir vielleicht schon unseren Ersatz für den Reini, ne? Das wäre perfekt aus eigenen Reihen. Gegen Jogi Löw, ne? Tjaland! Mann! Su hat gelbe Karte. Was ist da wieder los? Tau! Mister Einwechslung! Jaite und Ketteler! Ja, Jogi, da guckst du blöd, ne? Riecht gut. Riecht gut, dieser Sieg. 7 Punkte. Wäre krass. Wäre wirklich, aber da dürfen wir kein Spiel verlieren, ne? Die netzen beide aber wirklich gut und der Wind auch. Wir haben einen super stabilen Sturm. Richtig geil. Ein so, der wirklich 25. Fast gestanden mittlerweile. Und ein 18-Jährigen und ein 17. Ne, ein 19 und ein 18-Jährigen, ne? Und die beide schon absolut kranke Werte haben. Mario Barca ist bei Paderborn? Echt? Was hat er denn hier? Wie viele Sterne hat der Bruder? Der Mario, oder? Ach so, klar, ey. Ausgerechnet gegen die Flöten, ey.
Der Heidel wieder, ey. Hm? Hm? Mehr! Mehr! Schieß sie ab da! 10-0! Easy Kiste. Wir sind immer noch zu unkonstant, ne? Ja, 7 Punkte. Rechnerisch möglich, aber ich finde, wir sind immer noch zu unkonstant, ey. Wie immer, immer Dings, ne? Immer Barca da unten drin. Zweite wieder Zweiter. Die haben die ganze Zeit hier rumgepimmelt, ne? Das ist doch okay. So, dann gucken wir mal hier. Brian Hine, 9,5. Aber Marktwert gesteigert. 22 Millionen. Spielt sogar auch. Ja, okay, muss spielen, ne? Nassim klebt, ne? Nassim klebt komplett. 23 Millionen. 41, den kriegen wir auch noch wieder, ne? Richtig! Mann! Ja, sicher! Jaite-Tor, Vorlage, Passlack-Tor, Ranfl-Tor und Tjaland-Tor. 4 Punkte! 4 verkackte Punkte, Chat! Da hätte ich im Leben nicht mehr mit gerechnet. Nach so einer Hinrunde, ich dachte, wir haben gar nichts zu tun mit international die Saison. Taktik hat sich gelohnt. Sieht gerade alles danach aus, ja. Ei, oh, ja, super. Ey, super, ehrlich. Nee, feiere ich gerade, richtig. Ja, Wind. Nur ein. Ja, 3 Stück macht er. Wer ist denn Hamburg? Hm? Ey, Hütten, stabil. Jetzt der Jaite noch. Demir, so. Sané vor. Ja, natürlich. Hey! Ja, sicher! Die Hamburger Fans gerade alle so zu Hause gerade, ne? Da, jawohl! Huh. 10-1! Ach du Kacke, ey, guck dir das mal an, was die hier gefeiert haben! 3 Punkte! 3! 10er hier, wir holen die Leipziger da auch noch weg. Hat sich der Torwart verletzt am Ende? Ernsthaft? Sehr gut, guter Mann. Überweisung kommt, PayPal, ne, weiß Bescheid. Wir haben uns richtig gemacht nochmal, ne. Wenn ich Rückrunde erinnere ich mich, da hatten wir, glaube ich, plus 1. Will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber war nicht gut eigentlich, ne. Das ist absolut stabil jetzt. Ja, hier haben wir mit Abstand beste Torverhältnis. Jetzt hier nicht wieder ein Loch im Kopf kriegen. Ey, 10-1, wir schießen die alle ab. Da stehen wir nämlich wieder da. Tjaland Erfahrungsstufe. Der hat so Bock, ne? Der wird noch Ballon d'Or, der wird alles holen bei uns. Ja, du freust dich wieder auf Duell? Du bleibst draußen. Kannst du eine 79 haben, wie du willst. Jedes Mal freut er sich und kackt ab in dem Spiel. Also sowas habe ich in der Dings noch nicht gesehen. Wenn du dir wirklich, das kann ich nur immer wieder zeigen, für 125 gekauft, der hat 2,5 Sterne gehabt und ist stand jetzt gerade mit, nicht mit Abstand, aber unser bester Stürmer, ne? Und der hat den Lammers auch so in den Schatten gestellt. 11 Einsätze, 9 Hütten. Haaland hat ja auch gesagt, sein Cousin, der ist krass. Nee, das war mal irgendwo in den Nachrichten, deswegen kam ich am Anfang von der Karriere hier da drauf. Das war mal irgendwo in den Nachrichten. Der nächste Haaland, Cousin, ballert auch die Liga kaputt oder irgendwie sowas. Der muss wohl irgendwo eine ähnliche Statistik haben. Um Jaite nicht stammen, weil mir das dann zu jung wäre da vorne. Und der Wind, der macht die Sache halt gut. Der hat gerade auch 3 Stück genetzt. Ich will nicht, dass bei der Auf- und Abwertung kommt, Rummel um seine Person nervt. Wie zum Beispiel bei Demir, das war die letzte Saison. Das ist ja kein Sancho, der ist ja Mbappé und Ronaldo in einer Person hier. Für einen Sancho 90. Tjaland hat 30 Spiele, 58 Tore. In Real Life, ne? Ich meine doch, das war Bayern, Leverkusen, Wolfsburg. Was ein Programm. Frankfurt und Hoffenheim, aber wir spielen gegen die direkten Konkurrenten. Aber das Programm ist echt hart, ne? Das ist ein super hartes Programm. Ja, super. Kieferbruch. Ey, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann wieder dieser Sidi Sané gegen Bayern. Ey, der hat noch nie ein gutes Spiel gegen Bayern gemacht, ne? Das kann alles zerstören, unsere ganze Form, wenn wir jetzt hier abgeschossen werden. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung. Ist in Ordnung! Frankfurt verloren gegen Wolfsburg, gegen die müssen wir auch noch. Und die sind auch hier oben, ey. Die spielen gefühlt die gleiche Saison wie Bayern. Boah! Das
ist zum Greifen nah hier, ey. Wir haben alle verkackt, Hoffenheim verloren gegen Köln. Ach komm! Mann! Wir haben keine Elfmeterschützen, ne? Chat? Wir haben so schlechte Elfmeter. Haben wir schon mal einen Elfmeter hier verwandelt in dem Spiel? In irgendeiner Saison? Mal abgesehen von Elfmeterschießen, wo wir auch zwei verballert haben? Ach, das war's. Ach, Mann! Kann man denn so ein undankbares Restprogramm haben, ey? Aber das haben wir nicht in der Rückrunde verkackt. Das haben wir absolut alles in der Hinrunde verkackt. Was hat der denn für Probleme hier? Scheiße, unentschieden! Ich dachte, wir kassieren noch einen, ne? Die Frankfurter holen Punkt gegen Leipzig, ey. Mann! Ich will hier nicht rein! Das ist scheiße! Tjaland, 18 Hütten, Jungs. 18 Hütten macht er. 8,5 annehmen, oder? Ja, aber weißt du, was mein Problem ist? Uns geht die Vorbereitung dadurch flöten. Ich kann nicht normal ein Trainingslager machen, weil immer Spiele dazwischen sind. Das glaube ich, da würden wir die Quittung in der Saison für bekommen. Weg, oder? Ja, ich glaube auch. Das bringt uns halt nichts. Der kam leider gar nicht in Tritt. Ich weiß nicht, was der Marktwert ist, das ist ein Problem. Ich glaube, 4 Millionen Marktwert. Wo wir letztes Mal geguckt haben, war 4 Millionen Marktwert. Schön! Letzter Spieltag gegen Wolfsburg. Habe ich richtig Bock drauf, wirklich. Finde ich gut, dass ihr richtig gut drauf seid gerade. Nee, super, ehrlich. 10.000 Verletzte, Eigentor. Was noch? Genau, der Silva mit einem 2-0. Hat uns der Sieg auch rein gar nichts gebracht gegen Hoffenheim, ne? Yo. Ey, wieso verletzen die sich denn alle? Was willst du da machen? Oh, perfekt. Super Partie. Siehst mehr den Krankenwagen auf dem Platz wie den Ball? Gegen Wolfsburg geht das fit, ne? Unentschieden hätte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, wir kriegen hier noch eine Reise. Ist halt auch belastend. Die Möglichkeiten, die wir hinten raus nochmal hatten, am Ende war es aber klar dann, ne? Dann haben wir in der Hinrunde verkackt hier leider, ey. Schade, schade. Blickfeld Baumgart, Blickfeld Kamil. Außenbahn Passlack. International Turm Kraus. Ja, das war auch belastend, ne? Hast halt schon gemerkt, dass der gefehlt hat, ey. Ist egal. Ach. Ey, jede Saison. Komm! Hey! Plus 4 Torriecher? What the fuck? Boah! Ah. Ja, aber kein Dings. Oh, come on! So. Ah. Ja. Ich sag mal, hätte schlimmer laufen können, ne? Aber auch besser. Kein Talent erhöht. Diesmal kein Talent erhöht. Schade. Auch keiner in der Mannschaft des Jahres oder so drin. 75 hat er schon. Verleih mal die Guten aus der zweiten. Da werden wir jetzt gleich dann schauen, wenn wir in die neue Saison reingehen. Bester Spieler, Julian Brandt. Blödsinn. Torwart des Jahres ist der einfach auch gar nicht drin, ne? Hamburg bleibt in der ersten Liga. Durch Harvard Nielsen. Einfach auch noch Liebling der Fans. Super, ehrlich. Wieso ist der Liebling der Fans? Das macht mir die Sache nie einfacher. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Ach du, guck mal, wie viele. Jeite, boah. Der kriegt safe dann noch ein Dings, oder? Ja, Bro, Alter, ihr gewinnt 3-0 und du hast eine 4-5. Finde den Fehler. Das... Elftes Jahr ist nur Wolfsburg drin. Bayern wird Meister. Und nur ein Spieler drin. Perfekt. Ist noch ein Champions League, ein Muss. Ich sag dir ganz ehrlich, Österreich wird Europameister. Ich sag dir ganz ehrlich, Euroleague wäre auch gut. Wir müssen das Step by Step. Ne? Aber ich will auf jeden Fall oben mit drin bleiben. Das ist ganz klar. Ist das ein Placement? Nee, wieso soll das ein Placement sein? Das Spiel ist gefühlt 10 Jahre alt. Wieso soll das ein Placement sein? Österreich raus gegen Deutschland.
Ey, aber Passlack! Komm, wir gönnen dir! Heldenstatus. Spanien, Alter, macht Deutschland. Okay, realistisch, ne? Ey, und da, wo der spielt, verkacken die, ey, Junge. Was machst du denn? Österreich, viele drin. Dem hier wieder keinen Bock. Läuft. Ansu Fati. Wir haben zwei Österreicher, da wird wahrscheinlich keiner dabei sein. Und wenn, dann Abwertung. Da ist der Kapitän von Link. Woher soll ich das wissen? Hier, er hier. Fabian Holland. Was weiß ich denn? 1500 in die Tasche. Weiß ich, wer bei Paderborn Kapitän ist. Sag mal. Der unfairste Suat, lul. Ach, gelbe Karten. Was ist denn da los, Junge? Richtiger Treter geworden. Guckt euch das mal bitte an. So schnell kann sich das Blatt wenden in dem Spiel, ne? Formkurve geht ja so rapide nach unten bei dem. Den wollen wir erst holen, ne? Ja, Giroud bei Freiburg, perfekt. Marktwert 50.000. Ne, hier ist Europas Elf. Alles gut, all good. Champions League, Barcelona, Florenz, Euroleague. Jugendarbeit, RB Leipzig, Blödsinn. 17 Höhe, tja, dann der mehr gemacht. Das ist eine Nummer hier, das ist eine Ansage. 48 Millionen. Aue, aue, auch stabil. Okay. Da werden wir mal reingehen hier. Todibo. Sampaoli. Der ist schon wieder verletzt. 13 Wochen. Ja, super, ehrlich. Können wir verkaufen. Ja, danke. Der ist ohne Scheiß ist wirklich nur verletzt. Ne? Der hat eine verletzungsfreie Saison gehabt, wo der richtige Baller danach nur verletzt. Wird verkauft. Z 17. Und was wir bekommen, damit steht und fällt alles. Was bekommen wir, was nicht. Ich werde die jetzt erstmal wegklatschen hier. Lammers, Junge, was hast du gemacht in Eindhoven? Ja, nix. Gar nichts hast du gemacht. Du Flöte. Da haben wir aber die 30 Millionen mitgenommen, ne? Den hier behalten, noch eine Saison behalten. Der war eigentlich... Hab dem eigentlich die letzte Chance gegeben. Die Saison war halt auch nicht geil, ne? Ein Donny? Ist halt leider ist halt gar nicht unsere Position, aber holy, ey. Guter Mann. Wir könnten einen Mainer theoretisch abgeben. Weil der hat sich halt auch echt gut gemacht, ne? Aber der ist halt schon krass von den Stärken her. Für den würden wir richtig Kohle kriegen. Was hast du mit dem hier gemacht? Gar nichts. Der hat jede Saison normal gezockt. Der hat einfach keine Lust, kriegt nur Abwertung und so eine Scheiße. Der hat jede Saison komplett durchgespielt. Der hat einfach keinen Bock bei uns. Ja, Rotundo habe ich, aber das ist auch keiner, den ich in der ersten Elf, den will ich reinschmeißen. Der ist aus meiner Sicht auch noch nicht so weit. Hat einfach zu Musiala gesagt. Dem hier Mainer verkaufen. LOL! Zwar nicht die Position, aber dann können wir unser Talent verleihen. Ich würde Kenny zurückholen und den verleihen, den Ruf hier. Sané verkauft Mainer. Mainer will jetzt noch nicht verlängern. Und wenn Worst Case ist, dass der ablösefrei geht nächste Saison. Mein Plan wäre eigentlich, einen coolen Zehner zu holen, wenn wir einen bekommen, den wir verkaufen. Einen coolen Zehner holen, den dahinter ranführen in der Saison und Kettler zu einem gestandeneren Club, maybe Frankreich, verleihen für eine Saison. Weil Kettler und die beiden, glaube ich nicht, dass das funktioniert mit den beiden ZOMs. Die kann mich täuschen. Wenn du eine gute Hinrunde spielst, verlängert man ihn. Naja, und wenn nicht, geht er für die Hälfte vom Marktwert im Winter. Das ist halt super Risiko, ne? Und der hat halt eine stabile Dings gespielt. Eine stabile Verleihsaison. Das ist doch wirklich gut. Und ist kurz vor einer Erfahrungsstufe. Sollen wir Mainer abgeben? Super viel Kohle dann, ne? Sané haben wir auch noch, ja. Geben wir die ab? Alles klar. Tut weh. Tut wirklich weh, aber das ist jetzt eine Summe, das möchte ich nie riskieren. Probieren. Ich glaube nicht, dass da einer 75 bieten wird. 34! Wenn England schon keinen Bock hat, kein gutes Zeichen. 56. Ja, Amsterdam hat die Kohle wahrscheinlich, oder? 56. Ist auch eine stabile Summe, so ist nicht, aber... Und bezahlt haben wir 4,5.
wäre verzehnfacht so, aber also mehr wie. Ich weiß, wenn ich Bundesliga anbieten würde, wir würden das Geld bekommen. Habe ich irgendwie im Gefühl. Aber das auch bei England so wenig ist, ne? 56. Jungs, das sind aber kranke Abgänge, ne? Ja, lieber 6 nur, das stimmt schon. Aber so hätten wir den eine Saison gehabt. So, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, mit so einem Spieler wäre das einfacher, in die Plätze reinzurutschen. Andererseits rutscht er da nicht rein, ist halt komplett kacke, ne? 68. Noch eine Chance für ihn, können wir jetzt nicht mehr machen. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir ihn abgeben, dann geben wir den auch ab. Kein Weg zurück. Warte doch ein bisschen. Nee, ich will ja, wenn mein Team haben und damit auch wirklich Zeit in einem Trainingslager dann sein oder einfach Planungssicherheit haben. Geld haben wir genug. Geht am Ende des Tages um das Spielermaterial, was wir bekommen. Und rechtes Mittelfeld ist absolut schlecht. Da müssen wir mit den Leuten dann arbeiten, die wir haben. Wir haken bei realistische raus. Was soll mir das bringen? Da zeige ich mir Laien an. Ich will kein ZOM Laien. Nur realistische ist der Markt voll. Hier. Der findet nicht alle Spieler und ich kann keinen hiervon kaufen. Hier, Ødegaard. Keine Chance. Der wäre übrigens perfekt gewesen, ne? Nur mal so ganz am Rande. Aber dafür haben wir einfach national sowie international noch nichts gerissen, ne? Bruder, absolut lost. Für was soll ich hier bezahlen? Da kommt ja nicht mal einer hin. Einfach gar keine Spieler drin.